Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen hier weiter. Wir sind jetzt bei der Folge 17. Wir haben jetzt hier soweit dieses fertig. Wir haben, wie gesagt, jetzt schon mal die Unterstände für die normalen Fahrzeuge. Wir gehen jetzt hin, nachdem wir dies hier alles weit fertig haben, hier oben. Auch die Fenster alle eingerichtet haben. Wir haben auch hier schon mal, wenn es jetzt hier macht, er macht es, haben wir auch schon mal ein bisschen Farbe angebracht. Genau, Farbe angebracht. Wir gehen nochmal hier in den Editiermodus. Zuweisen. Warum es halt auch immer er es jetzt so macht, kann ich noch nicht sagen. Wir weisen das eben auch noch mal kurz zu. Das sollte eigentlich so. Macht er das denn jetzt nicht? Ja, liebe Zuschauer, es ist manchmal gar nicht so einfach. Wir nehmen uns diese Farbe, weisen dieses zu. Er macht es nicht. Gut, dann muss ich nochmal ändern. Aber ist tatsächlich auch nicht unser Ziel. Wir gehen jetzt hier nochmal zu unseren Lampen. Die haben wir hier unten. Wir machen hier mal eben kurz Lampen. So macht er das jetzt nicht. Lampen, da haben wir unsere Lampen. Wir haben dieses Schreibtischlampeneingang, da haben wir es doch. Gehen auf Editiermodus. Wir nehmen uns jetzt diesen ganzen Bereich. Machen Shift D, Enter und ziehen uns dieses jetzt hier hoch. Jetzt werden wir hier hingehen, ziehen uns das hier so hin. Jetzt werden wir aber eben gucken, dass dieses hier kurz so ein bisschen anliegt. Dann ziehen wir uns das hier noch ein bisschen runter. So. Und machen jetzt diese Lampe hier so. Hier so hin. Ungefähr hier. Dieses machen wir wieder mit Shift D, Enter und ziehen uns dieses dann hier so rein. Nehmen wieder Shift D, Enter und ziehen uns diese hier in den Raum rein. Nochmal Shift D, Enter, vielmehr links in diesen Raum rein. Und haben jetzt unsere Lampen, aber vorsichtig mal kontrollieren, ob wir auch wirklich alles in den Lampen drin haben. Haben wir drin. Jetzt werden wir uns diese Lampe auch wieder nehmen. Shift D, ziehen uns diese hier rein. So finde ich es aber, ehrlich gesagt, nicht gut. Ich gehe nochmal hier hin. Ich drehe mir diesen ganzen Spaß ungefähr hier so. Genau, so hin. Nehme mir dieses hier wieder. Ziehe diese Lampe hier so hin. Nehme noch ein bisschen hier so. Das gefällt mir noch nicht, das ist mir noch ein bisschen zu tief. Genau,
So, machen dann wieder Shift D, Enter und ziehen uns die ungefähr hier so hin. Shift D, rechte oder linke Maustaste, so, hier so hin. Und dann hätten wir hier diesen Lampenbereich auch. Somit hätten wir die Lampenbereiche auch fertig. Jetzt gehen wir hin und machen den nächsten Schritt, indem wir jetzt hingehen und uns hier nochmal einen Bilderrahmen machen. Wir gehen wieder hin, aber dazu bräuchten wir das andere Gebäude. Machen einmal hier so. Und nehmen uns jetzt gut, das sollte eigentlich so nicht sein. Ja, geht das denn nicht? Kopf 1, okay. Bin ich denn jetzt Eingangshalle? Da haben wir das, gehen hier in den Objektmodus. Genau, gehen jetzt hier rein. Ja. Nehmen uns hier diese Kante wieder. Im Prinzip das, was ich mache, wiederholt sich eigentlich immer wieder bei jedem Aktion. Dann werden wir uns diese Seite nehmen. Ach so, okay. 1 Punkt. Acht. Dieses lassen wir erstmal so, dann machen wir G, X, plus 1. Ja, liebe Zuschauer, irgendwann ist das ein bisschen blöd. Minus 1, aber nicht minus 0.5, aber auch nicht 0.8. Gut, das sieht jetzt so aus, als wenn ich nicht dran ist, aber es liegt eindeutig an dem Licht. Halten wir die Lampe, halten wir das. Ziehen wir uns das hier aber noch ein bisschen runter. Ich würde das gerne so haben. Dann machen wir das ein bisschen schmal. Aber ich möchte gerne, das ist mir doch noch zu dick, 0.5, ach, minus 5. Genau so. Genau, so gefällt mir schon besser. Ich nehme mir wieder diese, aber erstmal speichere ich, bevor ich wieder irgendwas mache, was wir nicht wollten. Ziehen uns das ungefähr hier so hin. Dann hätten wir diesen Bit. Wir gehen jetzt wieder hin und ziehen uns das hier ein bisschen rein.
Somit hätten wir jetzt auch dieses Bild soweit fertig. Wir werden dieses alles hier wieder markieren, machen wieder Shift D und ziehen uns das hier nochmal so rein, hier so. Machen nochmal Shift D und hierhin und das reicht. Jetzt gehen wir hier hin, weil wir haben ja eins gemacht, wo wir ja hingegangen sind und ja auch unten die Bereiche der eingetragen haben, wo was ist. Jetzt werden wir hier einen Türschild machen. Dazu gehen wir wieder hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es überhaupt drin haben, Bilderrahmen. Dieses machen wir eben kurz, liebe Zuschauer, rückgängig. Das können wir uns hier gleich wieder hin platzieren. Wenn wir was vergessen, wir machen jetzt P, Auswahl, Enter. Dann haben wir nämlich den Tiermodus, brauchen wir hier. Nicht, wir brauchen dieses Objekt. Wir haben hier die Eingangshalle, hier haben wir das Bild und werden das umbenennen in Bilderrahmen-OG. Hier machen wir Bilderrahmen-EG. So weiß man, welche Stockwerke. Jetzt gehen wir wieder auf unseren Bilderrahmen. Ach, Bilderrahmen. Da wollten wir gehen hier hin, nehmen uns dieses wieder, machen das genau. Mal gucken. Jetzt könnten wir aber auch rein theoretisch, machen wir mal eben kurz Set. Jetzt haben wir diesen Bilderrahmen und dann nehmen wir diese Nummer mit P, Auswahl haben wir und dann hätten wir, die Maus wollen wir jetzt mal eben nicht, wir wollen dieses, wir haben jetzt hier den Bilderrahmen und hier ist dann Bild. Ach ja, aber ich sollte das hier machen. Bilder. Wir gehen nochmal auf unseren Bilderrahmen. Ach, unseren Bild. Was mache ich denn da? Bilderrahmen. Tiermodus. Bilderrahmen. Bilderrahmen. Gut, liebe Zuschauer, hier müssen wir eben kurz rückgängig machen. Wir haben hier irgendwie einen Denkfehler. Na, können wir es hier zu machen? Jetzt hier.
jetzt müssen wir da haben. Wieso kriegen wir das denn jetzt dort nicht rein? Jetzt haben wir es, liebe Zuschauer. Nee, ich glaube, liebe Zuschauer, wir mussten das einzeln machen. Wir lassen das erstmal so. Lassen dazu. Da muss ich noch was einfallen lassen. Dann hätten wir dieses Deuten fertig. So, in den nächsten Videoschritt werden wir dann, das hat jetzt doch ein bisschen lange gedauert, hingehen und werden uns hier unsere Türen setzen. Wir gehen erstmal wieder hin, machen Speichern. Wir gehen erstmal hier hin. Datei speichern. So. Wie gesagt, im nächsten Videoschritt werden wir dann unsere Türschilder hier dann fertig machen. Dann hätten wir dieses fertig und dann werden wir auf jeden Fall anfangen mit den Regalen. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über einen Daumen von euch freuen und sage, ja.